Leute lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von uns. Heute mit Luisa und Papa wieder. Genau. Alle wollen immer den Papa. Danke. Wir waren vorhin einkaufen und Luisa mit mir runter. Alles klar. Ja, Schiff mit alle. Doch, ich runter. Also wir waren vorhin einkaufen. Oh, mein Nase juckt. Und wie viel haben wir ausgegeben? 170, 230, 240 Euro. 240 Euro. Lisa, so geht das nicht. Wir haben auch Essen eingekauft über die ganze Woche, also für die ganze Woche. Für mich auch in der Arbeit, für die Kinder, für die Hause. Und ja, also wir haben jetzt Essen eingekauft für die ganze Woche. Ich habe gesagt, wir haben auch Essen eingekauft für die ganze Woche. Für mich auch in der Arbeit, für die Kinder auch, für die Jause. Und ja, das war's. Ja. Also wir zeigen euch jetzt schnell, was wir gekauft haben. Machst du wieder? Ich gebe dir das und du sagst, es ist oder umgekehrt? Na, umgekehrt. Alles klar. Also, gibt es. Wir waren beim Merkur und beim Hofer einkaufen. Das haben wir von Merkur, das ist so ein geselchtes Rippball. Einfach so, wie heißt denn das? Ein Rippball, das ist ein bisschen geräuchert und wir werden damit so ein bisschen Bohnen Auflauf. Mit das zusammen? Auflauf, Bohnen, ein Bohnengericht, ja, ja genau. Mit Bohnen natürlich, deswegen haben wir Bohnen in der Dose gekauft. Weiße Bohnen. Dann Ketchup, kaufen wir immer das von Heinz, das ist unser liebstes Ketchup. Kellogg's Schoko Krispies XXL für die Michelle, die hat sich nämlich diese Schokodinger hier gewünscht. Dann haben wir auch, wie heißen die, Babytomaten? Sherry-Tomaten. Für die Michelle, für... Entschuldigung. Dann hat sich der Baba Ananas-Stückchen gekauft. Das ist nicht so gesund. Das hat viel Zucker. Da steht... Leicht gezuckert. Naja. Für Zucker ist süße Papa. Ja, der Papa hat ja, braucht ja Vorrat, oder? Ja, sicher. Dann Frischhaltefolie. Und eine, also mehrere Gürkchen. Ja, so Salzgurken sind das, also keine Essiggurken. Das sind eine Salzwasserlacke, wie das heißt. Dann habe ich neuen Senf gekauft, und zwar einen englischen Senf. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der schmeckt, ob der anders schmeckt. Muss ich ihn jetzt aufmachen. Mhm, der schmeckt wie der. Boah, der ist scharf. Boah. Aber schmeckt wie der rumänische Senf, oder? Aber mega scharf. Boah. Die Engländer haben es drauf. Englischer Spezialsenf. Boah, da habe ich noch zum Tanken noch gekauft. Alkoholfreies Bier für den Papa. Die ganze Woche. Viele fragen immer, ob der Papa keinen Alkohol trinkt. Nö, wir trinken gar keinen Alkohol. No Alkohol. Aber ein alkoholisches Getränk haben wir gekauft. Und zwar einen Wein für Spaghetti. Bolognese fürs Kochen halt grundsätzlich. Ist Wein, also schon ein gutes... Ja, aber alles davor war Merkur. Jetzt fahren wir mit Vorwahl. Das war jetzt Merkur, ja, okay, Entschuldigung, aber die wollten nur zeigen. Wir verwirren die Leute. Das ist doch egal, das ist ja... Einmal Bio-Reis. Genau, wir haben für die Lara wieder Reismilch gekauft, da haben wir gleich 4 Pakete mitgenommen. Dann was zum Snacken, Chips. Paprika-Chips, die schmecken so gut. Ich tue dann alles daher, gell? Dann habe ich auch für die Kinder Jumpies gekauft. Die schmecken so gut, die schmecken sogar mir. Das sind so kleine Kängurus, Chips und also nach Paprika. Und ich habe die damals schon in meiner Kindheit gegessen, wenn wir auf Exkursion gefahren sind. Exkursion. Das war ein französischer Name. Exkursion. Exkursion. Ausflug, ja. Französisch, ja. Babykarotten. Ich sage immer nur Baby. Und nur Baby. Blaue Zucchini, Babykarotten. Babygürkchen, also Mini-Gürkchen. Und jetzt Moment, du machst hier Stress, Tati. Was soll das? Gib her das Fleisch. Dann habe ich Smartes gekauft. Ich möchte nämlich was backen. Man sieht dich da, wenn du da mit dem blöden Fleisch herumspielst. Ja, komm da her und verhalte dich wie ein normaler Mensch. Wie verhalte sich ein normaler Mensch? Ja, anders. Genau, zum Beispiel.
Smarties habe ich gekauft, weil... Hör doch jetzt auf mit dem! Sie sind Lungenbraten. Ja, ist okay. Wir haben auf jeden Fall Smarties gekauft, weil ich was backen möchte und die Smarties als Deko nutzen wollte. Dann habe ich einen Lungenbraten gekauft. Hör auf so zu lachen! Hör auf! Okay. Reiß die zusammen. Schweinslungenbraten. Ich will den einfach ganz normal kochen. Probier's nicht. Dann haben wir Melanzani gekauft. Wir machen wieder, also der Bauer macht wieder, wie heißt das? Vinete, Auberginensalat. Himbeeren habe ich gekauft. Haben wir zwei gekauft? Warum haben wir zwei gekauft? Du hast zwei gekauft, nicht ich. Ich habe eins gekauft. Also zwei Stückchen. Dann eine Gurke. Spülmittel. Dann hat sich der Papa, was ist das, Shampoo? Duschgel. Duschgel. Ein Duschgel von Nivea gekauft und ein Haarshampoo von Glam Vital. Ja, für Volumen, oder? Anti-Fett-Shampoo. Für Volumen war das. Da. Ja. Ich habe mir auch so Haarpflegeprodukte gekauft. Einmal ein Nivea Pflegeshampoo und Nivea Spülung. Aber wieso Haarmilch? Macht die Haare Milch oder was? Kann man Haare melken? Nein, Schatzi, wahrscheinlich. Das ist Haarmilch. Ja, das so heißt halt diese Serie. Aber es riecht so gut, ja. Ja, nach Haarmilch. Riecht wirklich super gut. Also ich probiere das mal. Ich bin ein Typ, der auch immer... Um deine Haare zu melken. Genau. Ich bin ein Typ, der immer Shampoos wechselt. Also ich bleib nie bei einer Marke. Ich probiere mich da so ein bisschen durch. Dann haben wir neue Milch gekauft. Wir haben mal die leicht fettarme Milch gekauft und jetzt haben wir halt die normale Milch, weil wir gesehen haben, dass der Milchschaum bei der normalen Milch ein bisschen fester ist. Das war sie. Schlechter Assistent. Wir haben Aufbackbrötchen. Wir haben auch ein Non-Food-Produkt gekauft und zwar hat sich aber einen neuen Gürtel gekauft, weil er wird immer dicker. So ein Scherz, das ist kleiner als alle anderen. Natürlich nicht. Schon 100 cm. 95? Ja, okay, 95. 95 ist aber mit 5 cm bald 100. Schaut. Also wer weiß. Ein Blödsinn. Jetzt ist Salat ja jeden Mittag. Oh. Dann haben wir ein Brot gekauft. Da haben wir so ein, wie heißt das? Dinkelroggenbrot genommen. Der Papa macht nämlich verschierte Hast du jetzt überhaupt verschiertes Fleisch gekauft? Sicher. Wo das? Jetzt hab ich mich gar nicht gesehen. Dann haben wir für die Kinder Schulmaus gekauft. Kennt ihr bestimmt. Das ist so ein Brötchen mit Schokolade drin. Für die Schule, Kindergarten und so weiter. Dann ist hier das verschierte Fleisch. Nur ein Stück? Ja. Okay. Dille habe ich nicht gekauft. Dill heißt es, nicht Dille. Dickles. Dickles. Dill habe ich nicht gekauft. Dill habe ich nicht gekauft. Ist schon gut. Dill habe ich nicht gekauft. Wir machen einen Dill. Ich gehe Dill kaufen. Petersilie hat aber gekauft. Was hast du jetzt Petersilie gekauft? Es verrottet in meinem Kühlschrank. Nein, ich habe schon gestern eine weggeschmissen. So eine? Nein, nicht so eine, aber eine andere. Das kann nicht sein, so eine andere, weil ich habe keine andere. Doch. Wenn ich sage ja, dann ja. Dann habe ich mir Feuchttücher gekauft, also Reinigungstücher fürs Gesicht zum Abschminken. Du bist so gemein, das ist ein Wahnsinn. Ich habe hier einen Serrano-Schinken, weil ich habe nämlich noch so ein Just Spices in Minutes. Dafür brauche ich, also für dieses Rezept brauche ich einen Serrano-Schinken. Und dann haben wir für die Jause extra Wurst gekauft. Ich glaube, das haben wir zweimal mitgenommen. Und zum Frühstücken für morgen haben wir einmal Frühstücksspeck gekauft. Dann Salami. Auch. Das ist immer ein Rauchsalami. Ist doch wurscht. Einfach Salami. Dann hat sich der Papa so einen Krustelbraten gekauft. Weil wir einen neuen Gurt gekauft haben. Ja, genau. So kann man wieder ein bisschen Speck anlegen. Ja? Also, was gibt's noch? Aus der Backbox haben wir so ein, glaube ich, ein Dinkelbrot ist das, oder? Ja. Ja. Diese dann Erdnüsse. Ich liebe diese Erdnüsse. Dann habe ich für die Kinder so Naschereien mitgenommen. Einmal Lachgummi, Happies. Wieso nennen wir das Lachgummi? Wie heißt denn das so? Nimm zwei Lachgummi. Lachen die Gummi? Keine Ahnung. So heißen die halt. Dann Zucker. Dann Geflügelaufstrich. Boah, der Senf hat es echt in die
Dann hat sich der Papa Chips mitgenommen mit Essig. Ja, die schmecken mega. Mega. Mega lecker. Dann einmal Weichsel Marmelade. Also ADHS oder was los? Ja, ADHS. Ich habe ADHS. Dann schwarze Oliven. Jetzt sind die Frühchen noch nicht fertig. Papa hat noch so leichten Karree-Speck. Kennt ihr den? Der ist richtig lecker. Der ist ganz, ganz fein geschnitten. Und man sagt, glaube ich, auch Lachsschinken dazu. Lachsdigger. Lachschuh-Digger. Lachschuh-Digger. Salami nochmal. Und nochmal dieses leichte Karree. Was gibt's hier? Käse. Bergbauernkäse. Bergbauern-Gouda geräuchert. Hat sich der Papa mitgenommen. Dann haben wir nochmal eine extra Wurst. Dann habe ich mir einen Käse. Den Tilsiter. Dann haben wir hier noch steirisches Hausgesächt, das vom Schinken. Steirisches Haus. Ah, dann habe ich mir das mitgenommen. Kennt ihr das? Das sind so Mini-Samosas. Ich weiß gar nicht genau, was das genau ist. Also schon auf jeden Fall so. Ich habe mir etwas gekauft, was ich nicht weiß, was das ist. Doch, ich weiß schon, ich kann es mir halt vorstellen. Das sind halt so Teigecken, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal nachgekauft und es schmeckt super lecker. Das ist ein bisschen scharf, das Innere. Das ist so Gemüse, also ja, nach indischer Art. Hergestellt in Großbritannien. Ah, Golde Bolle. Und ich mache mir das immer im Airfryer und das schmeckt so gut. Dann, dann haben wir was gekauft und wir haben indische... Sayonara. Ja, indische Sayonara. Das ist übrigens das, was ich damals gegessen habe, als du gesagt hast, was? Macht ihr so einen Lärm? Ich so, ach so, das ist noch knuspriger als es... Crunchy. Dann haben wir wieder diese Oreo, Fake Oreos gekauft. Alle gucken. Babybell haben wir zwei gekauft, zweimal Babybell. Für die Kiddos. Einmal die Pastete. Einmal die Wurstaufstrich. Schocki, wir kaufen eigentlich immer dieselben Sachen, oder? Wie fällt euch das auf? Immer die große Schocki, immer die kleinen Schocki. Ja, wieder. Alles wiederholt sich immer wieder. Ah, wir haben Kinder Bueno gekauft. Wir haben letztes Mal die weißen gekauft und jetzt haben wir mal wieder die normalen. Also eine Abwechslung. Ja, ja. Dann habe ich Butter gekauft, weil ich möchte heute backen. Hier habe ich die so drei normale Teebutter und hier habe ich so eine mit Rapsöl ist das. Da kann man die besser streichen. Also die ist quasi zum Essen auf Brot und das zum Backen. Und die Mama hat schon gebacken. Das ist auch nichts zum Backen, das sind Nougatknödel. Ja, das hast du also davor gebacken. Nein, das kann man nicht backen, das ist Kartoffelteig. Voll viele fragen mich immer so, ja, hast du ein Rezept für die Nougatknödel? Ehrlich gesagt... Jetzt im Hofer. Ja, ich kaufe die immer, weil das geht super einfach und schmeckt sehr lecker. Ja, ich habe ein Rezept. Bin jetzt nicht so die Kochmaus, wie der Papa. Du bist die perfekte Hausfrau, Schatz, aber ich halt nicht. Ich kann nicht Frau sein, weil ich keine Brüste habe. Oh, okay. Ich habe Haare auf der Brust. Also. Dann haben wir hier zweimal Naturjoghurt und einmal Creme Fraiche. Was gibt's noch? Dann habe ich für meine Süße. Ja, Mandarinen. Genau. Sind die, glaube ich, besser? Ja, ich esse auch gleich ein. Weil letztes Mal hat der Papa Mandarinen gekauft, die waren so... Scheiße. Die konnte man nicht schälen, weil die so... Die haben nur Schale jetzt schon. Ja, aber das ist besser, wenn die Schale so dick ist bei Mandarinen, das ist das Beste dran. Mhm. Dann kann man sie so gut schälen. Mmh. Sehr lecker. So, Mandarinen aufgegessen, machen wir weiter. Ich habe auch einen Granatapfel gekauft. Ich liebe Granatapfel, aber Papa schält die immer für mich, weil das ist ein bisschen schwer. Die wiegen 3 Kilo, das ist mega schwer. So meine ich das nicht, aber du weißt es immer, es ist total kompliziert, diese zu schälen. Dann ist man überall rot und diese Kerne hüpfen überall hin, aber sie schmecken halt so gut. Aha. Ja, Bananen haben wir auch gekauft. Die Kinder haben sich da schon ein paar runtergerissen übrigens. Avocado für mich. Ich liebe Avocado. Ich habe keinen Platz mehr hier, immer der Berg ist schon so riesig. Dann haben wir auch Orangen gekauft. Ich muss dir das wieder zurückgeben. Okay. Der Papa hat auch so ein Suppengrün mitgenommen, weil er halt... Oh, ein bisschen nass geworden. Der ganze wenig. Weil er halt Suppe kocht. Bitteschön. Ein College-Block für den Patrick. Patrick!
College Blog. Dann habe ich auch so Würstel gekauft, einmal so Debreziner. Ich esse die total gerne, also ich mache die gerne zu Mittag. Es geht schnell mit Püree zum Beispiel für die Kinder. Und, aber das esse halt ich und der Patrick, weil das schärfer sind. Und für die Kinder habe ich dann so Frankfurter gekauft. Und das ist halt, finde ich, so ein schnelles, gutes Mittagsgericht, was die Kinder essen, ohne viel herumzumeckern. Dann haben wir was Neues gekauft, das ist ganz neu. Und zwar sind das so Povidl-Taschen. Das habe ich jetzt für den Patrick mitgenommen, weil der mag das total gerne. Das sind halt so, Povidl ist eine Zwetschgenmarmelade. Das sind halt so, ja, so ein Teig, mit, gefüllt mit Zwetschgenmarmelade. Und, Entschuldigung. Und dann habe ich auch noch das mitgenommen, Nussnudeln. Das sind so Schupfnudeln. Das ist auch so ein Kartoffelteig. Und da ist dabei so ein Nusszuckergemisch. Und das schmeckt so gut. Schmeckt mir und der Michelle sehr lecker. Schon ziemlich abgefroren, gell? Abgetaucht. Dann habe ich ja auch Mehl gekauft, weil ich ja gesagt habe, dass ich was backen möchte. Und dann habe ich auch Haribo Goldbeeren gekauft. Ich find, mir schmecken Haribo Goldbeeren ein bisschen besser als die Lim 2. Dann haben wir einen Liptauer mitgenommen, den scharfen mit Bremsen. Den mag der Patrick gerne. Und dann habe ich der Luise eine neue Zahnbürste gekauft. Ich habe jetzt schon, ich glaube, das dritte Mal diese hier nachgekauft, die Oral-B. Habe jetzt nur die Farbe geändert, weil die letzte war rosa und die ist jetzt grün-blau. Da habe ich mich selbst an ihr ein bisschen satt gesehen, auf jeden Fall, ja. Die war schon ein bisschen abgekaut, die Zahnbürste. Und dann habe ich hier einen Tomatenmark noch gekauft. Was haben wir noch? Deo für die Männer. Wir nehmen immer dieses Black and White. Ich finde, das ist einfach das beste Deo. 48 Stunden von Nivea. Ein Erdnussöl. Wir kochen ja sehr, sehr gern asiatisch und ja, Sesamöl hatten wir noch, deswegen, ja, ist ja gut. Wir haben es verstanden. Dann haben wir auch so einen Bio-Weichsel-Sirup mitgenommen. Musst du jetzt hier schmatzen? Ah, das schmeckt nicht. Ah ja. Dann dieses Toastbrot von Oelz. Super Soft Sandwich. Das haben die Kinder total gerne. Schmatztiger. Dann haben wir Cabanossis für die Kinder, auch für die Aus oder so zwischendurch mal knabbern die alle gerne bei uns. Und auch Kekse. Diese kleinen Kekse, die mache ich auch gerne zu Jause oder so. Fusilli habe ich auch gekauft, weil ich habe, also so Nudeln besser, also lieber für die Kinder zum Mittagessen. Es geht irgendwie schneller, muss man jetzt nicht so, ja, klein schneiden als Spaghetti. Deswegen kaufe ich sehr, sehr gerne Fusilli immer. Und für die Luise habe ich auch so Quetsches gekauft. Die trinkt sie total gerne jetzt momentan. Ja, sie hat eine späte Quetscheliebe für sich entdeckt. Früher hat sie die überhaupt nicht gerne gemocht und mittlerweile inhaliert sie die richtig. Ja, dann habe ich auch noch so Gebäck mitgenommen. Beim Hofer gibt es jetzt nämlich dieses Laugeneck. Das gab es früher beim Hofer nicht. Das gab es nur beim Merkur oder beim Villa. Und jetzt gibt es auch beim Hofer. Und der Papa hat sich auch was mitgenommen. Der Papa ist bei uns ein bisschen der esoterische Guru mit Meditationsmusik und er schnuppert gerne an Räucherstäbchen. Alte Socken. Fertig, oder? Schreibt mal unten in die Kommentare, wie viel ihr denn... Nein, das muss ich so machen. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie viel Essen ihr in der Woche ausgibt. Das würde mich richtig interessieren, weil ich habe früher immer ganz viele Kommentare bekommen, ah, das ist viel zu viel, 200 Euro, warum gibt ihr so viel für Essen aus? Aber wir sind halt mittlerweile schon eine sechsköpfige Familie, das muss man schon bedenken. Und dividiert durch 6 ist das nicht so viel. Naja, schon und... Also 230 dividiert durch 6, wie viel ist das? 40 Euro. 60, oder? Ja. 60. Für die ganze Woche mit Schule, ja, mit Essen unter der Woche. Und für Papa zu Hause, ja. Und ja, das ist eigentlich schon. Und es sind ja auch Sachen dabei, die man länger benutzt als eine Woche, ja, wie zum Beispiel Ketchup, Senf, Shampoo. Spülmittel, Wein. Ja. Manche trinken eine Weinflasche in einer Stunde, ja. Wir brauchen einen Monat. Länger sogar. Ja, würde mich auf jeden Fall voll interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare, auch wie viele Familienmitglieder ihr seid, weil das ist immer, das finde ich sehr, sehr ausschlaggebend. Früher haben wir auch nur 100 Euro immer ausgegeben, oder? So 80, 100, 120. Also als war. Wir noch zu viert, ja, waren. Ja, die Familie ist groß. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis nächstes Mal. Ja, tschüss!